Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in diese Schätzelein. Das ist der duftende Party Light Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 65 Euro kostet der und ja, wir haben hier 24 Produkte drin enthalten. Natürlich nicht in Originalgröße. Ich habe den auch über eine Beraterin bestellt, sodass man, sodass ich den jetzt hier vorstellen kann und habe. Ich glaube, ich setze euch die Sarah auch mal in die Infobox. Da könnt ihr mal gerne bei ihr vorbeischauen. Denn ich glaube nicht, dass man den so online bestellen könnte. Ne? Ich habe den auch durch sie ein bisschen günstiger bekommen, weil das irgendwie zum Launch dann quasi war. Und ich würde sagen, schönes Schätzelein, relativ schön weihnachtlich, aber sehr, nicht so detailliert oder so, ne, vom optischen her. Ich bin aber viel mehr gespannt, was hier drin ist. Das interessiert mich schon sehr, denn ich mag die Party Light Kerzen richtig gerne. Die riechen sehr, sehr schön und sehr intensiv, aber ich glaube, hier ist noch ein bisschen mehr drin als nur Party Light Kerzen. Der 1. Dezember geht schon mal gut los. Okay, hier ist so ein Halter drin gewesen und damit das Glas halt nicht davon berührt wird. Und hier haben wir zum einen so einen Mini-Kerzenhalter und auch eine Kerze drin. Und die riecht ein bisschen nach frisch gewaschener Wäsche, aber auch so warm. Sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob man online herausfinden kann, wie die jeweilige Duftrichtung heißt, aber es riecht super angenehm. Das mag ich. Snowflakes and Cotton war übrigens die Duftbeschreibung. Sehr cool. Am 2. Dezember haben wir Iced Snowberries drin, also geeiste Schneebeeren oder vereiste Schneebeeren. Ich mag den Duft. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Riecht super schön beerig. Hat aber auch diese leicht kalte, frische Komponente mit dabei. Das ist angenehm. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Die habe ich gerade ganz schwer rausgekriegt. Und hier haben wir Whiskey and Oak, also Whisky und Eiche drin. Der riecht sehr, sehr holzig. Der riecht nach wirklich so einem Whisky-Keller, würde ich fast schon sagen. Das riecht gut, aber es hat auch eine leicht karamellige Süße mit dabei. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, hier haben wir nochmal Snowflakes and Cotton drin. Oh, schade. Ich hätte gedacht, dass wir hier auch wirklich unterschiedliche Sorten drin haben. Nach wie vor finde ich den Duft sehr schön, aber das finde ich schade. Die haben doch mehr als nur 3 Sorten im Sortiment, oder? Und ich wollte auch schon sagen, mehr als nur Kerzen, denn am 5. Dezember habe ich Bourbon Cherry Scented Candle hier drin. Richtig nice. Also so eine kleine, süße Kerze. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm haben wir denn hier drin? Das steht hier gar nicht drauf. Naja, es ist auf jeden Fall eine Kerze, die nach, also Bourbon Cherry hoffentlich riecht, also nach Süßkirsche. Und das tut es. Es riecht nach irgendeinem Parfum. Es riecht mega gut. Oh, wenn die Kerze, die jetzt hier noch hier so in ihren letzten Zügen ist, wenn die weg ist, dann kommt diese Kerze das safe hin. Oh, die riecht richtig toll. Also ich hätte mir zum 6. Dezember zu Nikolaus gewünscht, dass wir irgendwie was Besonderes drin haben. Also im Prinzip die 5 und die 6 getauscht. Hier haben wir noch eine Kerze drin, die nennt sich Evergreen Fir. Also immergrünes Fell? Nein, F-I-R heißt nicht Fell, Claudi. F-U-R ist Fell. Das riecht einfach nach Tanne. Wahrscheinlich nach Tannengrün, ne? Riecht super angenehm. Och nö, am 7. Dezember ist nochmal Snowflakes and Cotton drin. Wie oft möchtest du diese Kerze reinmachen? Ja, ist jetzt schon das 3. Mal. Riecht immer noch gut. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht und das macht sie mit Fick fatal. Das heißt so, ich kann da nichts für. Und ja, da ist Amorelie verlinkt, natürlich. Es riecht wirklich nach sehr intensiver Feige. Aber für mich hat das auch ein bisschen was von einer echten Pflaume. Das so kombiniert. Pflaume zusammen mit Feige. Riecht sehr, sehr geil. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Marshmallow Vanilla freuen. Das wird dann ein sehr gourmandiger, sehr, sehr süßer Duft sein. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und ja, ich glaube, wir haben hier wirklich ausschließlich Kerzen, ne? In der Nummer 10 darf es jetzt wieder mit Iced Snowberries weitergehen. Also das ist auch random, wie die das verteilt haben. Von der Reihenfolge her, ne? Zur ersten Schnapszeit gibt es wieder Whiskey and Oat. Ein wundervoller, wundervoller Duft, ne? Es riecht halt wirklich nach so einem Herrenzimmer, finde ich. Ich finde, das riecht gut. Wobei es auch ein Damenzimmer sein könnte, aber halt so mit Ledersesseln vielleicht und so. So alles sehr rustikal, so stelle ich mir das vor. Halbzeit. Die Nummer 12 enthält wieder eine in diesen, ne, Geschichtenkerzen. Holiday Spice Scented Candle, die Nummer 39. Okay. Ja, ich finde die süß. Ich finde die wirklich süß. Da hätten die auch einen kompletten Adventskalender von machen können, oder? Nimm die Nase nicht zu tief. Riecht direkt nach Zimtstern. Aber direkt. Aber richtig geil. Das mag ich. Mag nicht jeder, glaube ich. Aber so zur Adventszeit, ne, macht's voll Sinn. Ist ein Adventskalender, Claudi. Ja. Und jetzt hauen die schon wieder am 13. Dezember so eins rein. Das haben die so komisch verteilt. Das hat für mich keinen Hand und Fuß hier. Winter Nights ist das einmal hier, auch in dieser Dosenkerzengeschichte.
Das riecht super aquatisch, aber angenehm. Nicht so aufdringlich. Richtig schön. Das mag ich. Das ist ein Badezimmerduft. Am 14. Dezember gibt es wieder diesen wunderschönen Duft Fig Fatal. Ne? Das ist einmal dieser Feigenduft, der für mich auch was von Pflaume mit dabei hat. Von einem schön aufgeschnittenen, so eine Pflaume direkt vom Baum. Aufgeschnitten, aufgemacht, Nase genommen, so riecht das. Hä, was haben die sich dabei gedacht? Am 15. Dezember ist hier nochmal Snowflakes in Cotton drin. Aber halt nochmal diese Dosenkerze. Hä, warum verteilt man das so merkwürdig? Das ist wirklich auch ein kalter Duft, würde ich sagen. Und den hatten wir ja auch schon hier, ne? Nee, Quatsch. Du warst Snowflakes in Cotton, oder? Oder? Ja, das ist der Duft. Aber hier riecht er intensiver, weil das halt eine Dosenkerze ist. Da war der Duft dann halt noch ein bisschen länger drin, sage ich jetzt einfach mal, sodass er nicht verfliegen konnte. Schön. Auch das eher so ein Badezimmerduft. Und am 16. Dezember einfach nochmal Highland Pine. Weiß ich nicht, ob die sich denken, dass man am Anfang der Adventszeit halt noch nicht so solche Kerzen anmacht. Keine Ahnung. Der riecht richtig toll nach Tanne, nach Pinie, nach Derbe. Wald, Nadelwald. Sowas mag ich, ne? Oh. Eine Woche vor Heiligabend haben wir hier nochmal am 17. Dezember Whiskey and Oat. Oat? Quatsch, Oak. Was rede ich denn hier? Oak mit K. Das riecht gut, ne? Ja, aber wie gesagt, total merkwürdig verteilt. Warum? Das ist so unüberlegt. Das ist, als hätten die halt quasi separat voneinander beschlossen, wo, also dieses, die Außenverpackung, wer verteilt die Zahlen wie, ne? Als wäre das halt gewürfelt. Das ist ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember haben wir Evergreen Fir hier auch wieder drin enthalten. Ein sehr schöner Tannenduft. Mag ich. Und am 19. Dezember bekommen wir nochmal diese großartige Kerze, die wir eben auch schon hatten. Das scheint sich zu wiederholen. Bourbon Cherry. Oh, das riecht so gut. Ich weiß gerade nicht, an welches Parfum mich das erinnert. Ich weiß es wirklich nicht, aber es riecht richtig toll. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Auch die Highland Pinie, Highland Pine, hatten wir ja schon mal hier mit drin. Nun erneut mit einer krass guten Duftnote. Oh. Am 21. Dezember erwartet uns Marshmallow, Vanilla und versprüht seinen süßen, gourmandigen Duft in der Luft. Und das finde ich gut. Long Time No Seen am 22. Dezember, der zweiten und letzten Schnapszahl, haben wir Evergreen Fir drin enthalten. Unser schöner Tannenduft liegt jetzt auch wieder in der Luft. Ein Tag vor Heiligabend überrascht uns Holiday Spices, das ist einmal unsere Dosenkerze, von dem Zimtsternduft, den wir eben schon in der Nase hatten, was aber tatsächlich echt geil riecht. Also zimtig und dann diese Süße mit dabei, das ist schon schön. Ja, wir sind alle gespannt, was am 24. Dezember drin ist. Da gucken wir jetzt mal zusammen rein. Ich würde jetzt einfach mal tippen, es ist eine andere Kläppchenform, dass die hier diesen Winter Nights vielleicht genommen haben und dann einfach in einer anderen Form nochmal reingepackt haben. Das gilt es herauszufinden. Nee, da ist ein Zettel drin. Warum? Nein. Das haben die jetzt nicht wirklich gemacht. In der 24 ist ein 10% Gutschein drin. Das war's. Und das ist nicht mal ein individueller Code, Leute. Nee, das finde ich blöd. Och Mensch, ich dachte, der wäre richtig geil. Nee, also wir haben hier schöne Düfte drin auf jeden Fall. Und also, ne, ich freue mich auch darüber, aber was ist das denn für ein Adventskalender? Er ist total gewürfelt, er ist random zusammengestellt. Wir haben super viele Doppelungen mit dabei. Wir haben irgendwie in der 1 ein Highlight, ja, das absolute Highlight. Die Nummer 24 ist für mich kein Highlight. Wow, das finde ich irgendwie echt frech sogar. Weiß ich nicht. Nee. Also wenn man sich einen Adventskalender mit Kerzen holen möchte, würde ich nach wie vor den tatsächlich von Ava & May empfehlen, muss ich nach wie vor sagen. Und wenn man sich einen mit Duftmelz holen möchte, definitiv Miss Curly Wax, ne? Also das ist, also weiß ich nicht. Nee, einfach nee. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, ne? Also, die haben so schöne Sachen. Aber das ist jetzt irgendwie nicht so geil gewesen. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Ich hätte mir einfach vorgestellt, dass die auch wirklich jeden Tag einen anderen Duft drin haben, wenn es überall eine Kerze ist, ne? Weiß ich nicht. In der 6, in der 24 ein Highlight reinmachen, das finde ich jetzt irgendwie so ein Dämpfer, ne? Ihr Lieben, das war's hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.